In Deutschland gibt es über 1000 evangelische Schulen. In Bayern sind es 161 Internate, Schülerheime und evangelische Schulen. Sie alle verbindet eine gemeinsame Botschaft: Miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Freiheit. Evangelische Schulen in Bayern. Und sie sind sehr vielfältig, wie zum Beispiel die Christophorus-Schulen Berchtesgaden in Schönau am Königssee oder die Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Sie vereint in einer großen Schulfamilie Grund- und Mittelschule, Realschule, Fachoberschule und Gymnasium. Evangelische Schulen fördern zeitgemäße Unterrichtsmethoden und den Einsatz modernster Technik. Und sie haben den einzelnen Menschen im Blick, so auch im Beratungszentrum, ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler vielfältige Unterstützung bekommen. Sozialpädagogin Alexandra Schwarz und ihre Kolleginnen sind Teil der Löhe-Schulfamilie. Wir legen ohnehin Wert darauf, dass man zu uns auch einfach mal rüberkommen kann. Also, dass die Hemmschwelle recht niedrig ist. Wir sprechen von einem niederschwelligen Angebot. Und dass man dann einen Termin ausmachen kann und das dann auch eben dezent und vertraulich behandelt wird. Auch wenn es um die Schullaufbahn geht, berät Alexandra Schwarz zum Beispiel Johanna Klenk. Mein Name ist Johanna Klenk, ich bin jetzt 16 Jahre alt. Bin eben auf der Löhe-Schule und bin seit der 5. Klasse auf dieser Schule, war erst in der Realschule von der 5. bis zur 10. und besuche jetzt die VOS 11. Das Spannende erstmal, glaube ich, an der Löhe-Schule ist eben, dass sie so viele Möglichkeiten gibt. Man spürt diese Familie irgendwie trotzdem, auch wenn man gar nicht so viel miteinander zu tun hat, weil sich das ja immer wieder vermischt mit den Schulen. Also wir haben ja die Mittwochs- und Donnerstagsandachten. Und da wird eben immer eine Andacht gehalten, auch manchmal von Schülern. Bei der wöchentlichen Schulversammlung mit einer Andacht kommen alle Schülerinnen und Schüler zusammen. Die Löhe-Schule ist eine ganz besondere Schule, denn sie fördert die Talente ganz individuell. Dann habe ich hier auch meine Leidenschaft für Sprachen sozusagen entdeckt an der Wilhelm-Löhe-Schule, konnte das sprachliche Gymnasium besuchen, habe da Englisch, Latein und Spanisch gelernt und konnte an einigen wunderbaren Austauschprogrammen teilnehmen. Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei an der Wilhelm-Löhe-Schule. Ich habe mich jetzt eher konzentriert auf mathematische Sachen, Mathematik-Plus-Kurs mit komplexen Zahlen, aber natürlich auch auf den künstlerischen Bereich, eher so das Musikalische, vom technischen Bereich mit den Quadrocoptern und sowas, die alles bauen. Eines von ungezählten freiwilligen Angeboten. Die Gruppe, die mit Drohnen experimentiert und so ganz neue Perspektiven ermöglicht. Hier kann jeder Schüler seine Freiheiten nutzen. Gerhard Oswald schätzt die Stärken der Löhe-Schule. Seine Kinder waren und sind hier. Er ist Vorsitzender des Gesamtelternbeirats. Die Durchlässigkeit ist natürlich wesentlich besser. Sprich, wenn jemand jetzt in der Mittelschule so entwickelt, dass er besser wird, kann er durchaus auf die Realschule gehen oder Gymnasium, also diese Möglichkeiten bestehen. Das christliche Profil der Schule wird unter anderem im Einsatz gegen Rassismus deutlich. Bewusst geht man an dieser Schule miteinander um. Johanna besucht den sozialen Zweig der Fachoberschule und wird einmal einen sozialen Beruf ergreifen, geprägt von der Löhe. Was die Löhe ausmacht, dass sie eben diese christlichen Werte einfach vertritt und versucht immer irgendwie einzusetzen. Man muss nicht gläubig sein, aber wenn man diese christlichen Werte vertritt, dann ist man hier richtig.
Was wichtig ist, ist, dass diese Werte nicht irgendwie exklusiv sind. Also, dass nicht nur bestimmte Werte akzeptiert werden, dass nicht nur bestimmte Ideen verwirklicht werden können, sondern dass im Prinzip alle teilhaben können. Also, dass niemand ausgeschlossen wird und alle teilhaben können an dem Schulleben hier an der Wilhelm-Löhe-Schule. Und zum Schulleben gehören auch Theatergruppen oder die Big Band. Wir möchten Sie ganz herzlich zum großen Big Band-Abend begrüßen. Wie jedes Jahr können Sie sich auf einen bunten Strauß schmissiger Melodien freuen. Und ich freue mich ganz besonders auf das erste Stück der Bläserklasse. Nächstes Jahr bin ich dann auch dabei. Talente fördern, den Einzelnen in den Blick nehmen, miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Freiheit. Diese Idee der evangelischen Schulen verbindet die Löhe-Schule in Nürnberg mit den Christophorus-Schulen Berchtesgaden in Schönau am Königssee. Hier werden vor allem sportliche Talente gefördert. Ich bin die Celia Funkler, bin 18 Jahre alt, komme aus Tuttlingen und bin jetzt seit diesem Jahr an der Christophorus-Schule in Berchtesgaden. Bin dort, weil ich Leistungssportlerin von der Sportart Skicross bin. Celia hat sich bewusst für die evangelische Schule entschieden, denn hier genießt sie Freiheit. Ich konnte immer frei entscheiden, inwiefern ich was mit der Kirche zu tun haben will, wiefern ich mich da eingliedern will. Und da hatte ich eben so den freien Willen, das mich wirklich davon überzeugt hat, dass es richtig ist, weil ich mich da selber einbringen kann. Jetzt erst so seit der Konfirmation habe ich eigentlich gemerkt, ja, doch, also eigentlich das Evangelische, das spricht schon eher mir zu, und seit der Konfirmation lebt man bewusster damit einfach. Also davor war es auch nicht anders, aber da nimmt man es dann erstmal so wirklich wahr und hat eigentlich so einen Grund dafür oder eine Geschichte dazu. Zur Freiheit gehört für Celia auch Disziplin, denn ohne tägliches Training und Lernen könnte sie Schule und Sport nicht verbinden. Ich bin die Katharina Lulbel, habe evangelische Theologie und Germanistik auf Gymnasiallehramt studiert und bin seit September hier an der Christophorus-Schule Berchtesgaden am Gymnasium. Gar nicht. Dann habt ihr jetzt mal eine Minute Zeit, euch das genau anzuschauen. Im Religionsunterricht der Q11 geht es heute um die evangelische Freiheit. Was trieb Martin Luther vor 500 Jahren an, den Menschen ein freieres Leben zu ermöglichen? Und das hat ja zu Kirchenspaltungen geführt, zur katholischen und evangelischen Kirche. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich Gott gerecht? Fragte Martin Luther. An der Schule finde ich die Schüler besonders toll, dass es so eine Vielfalt an Schülern ist. Also wir haben auf der einen Seite die Leistungssportler, auf der anderen Seite die ganz normalen Schüler vom Land, von Berchtesgaden, Reichenhall, dieses Einzugsgebiet. Und zusätzlich auch noch die Internatsschüler. Und wir wollen den Gottesdienst unter das Motto Freiheit stellen. Was fällt euch dazu ein? Was kann man zu dem Thema in so einem Gottesdienst machen? Evangelische Schulen pflegen ein offenes und lebendiges Miteinander. Alle dürfen sich aktiv beteiligen. Gemeinsam bereiten sie den Schulgottesdienst am letzten Schultag vor. Danach haben sie 6 Wochen frei, große Ferien. Gelegenheit, sich im Gottesdienst Gedanken über die Freiheit zu machen. Es soll ja ein Teil von euren Ideen im Gottesdienst aufgenommen werden. Deswegen basteln wir da. Die evangelischen Schulen bereiten die jungen Menschen auf ein gelingendes Leben vor. Gemeinschaft in Verantwortung. Ich bin die Marie, ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe hier auf die Schule in die Klasse 6b. Und meine Mama ist hier im Elternbeirat. Und ja, ich habe eine kleine Schwester, die ist 4 Jahre alt. Ich habe es in der Grundschule schon 4 Jahre gemacht und wollte einfach gerne unterstützen, helfen. In so einer christlichen Schule oder evangelischen Schule steht ja der Religionsunterricht im Vordergrund. Und es war mir schon wichtig, dass die Marie an den christlichen Glauben herangeführt wird. Dazu kam noch, dass die Klassen kleiner sind, dass sie einfach da diesen sozialen Aspekt, also dass sie einfach mehr auf die Kinder eingehen können, sehr positiv. Auch wenn der Religionsunterricht eine wichtige Rolle spielt, evangelisches Profil zeigt sich nicht nur im Religionsunterricht, sondern will im Schul- und Familienalltag gelebt werden. Letzter Schultag, ein ganz besonderer Tag. Die große Freiheit steht unmittelbar bevor. He said, if you dare,
come a little closer. Neben der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg und der Christophorus-Schule in Berchtesgaden gibt es über 40 Förderschulen, mehr als 30 allgemeinbildende Schulen, 75 berufliche Schulen und 12 Internate und Schülerheime. Alle unter dem gemeinsamen Dach der Evangelischen Schulstiftung in Bayern. Yeah, it takes me out the way I want you to stay.